Die Fachliteratur ist voll mit mathematischen Formeln. Haben Sie sich nicht auch gefragt, wie wir diese Formeln am besten für unsere Praxis jemals nutzen könnten? In diesem Video zeige ich Ihnen ein paar Tricks, wie wir mathematische Formeln für die Arbeit mit Tabellenkalkulationen übersetzen können. Zuerst lassen sich von Symbolen, Zahlen und Buchstaben nicht beeindrucken. Wissenschaftler verwenden solche Formeln, um komplexe mathematische Zusammenhänge verständlich darzustellen. Im Kern sind aber alle mathematischen Formeln Rechenvorschriften. Rechenvorschriften beschreiben, wie wir vorgehen müssen, um ein Ergebnis zu erhalten. Solche Vorgehensweisen werden auch als Algorithmen bezeichnet. In diesem Sinne ist jede mathematische Formel nur eine besondere Schreibweise für einen speziellen Algorithmus. Wie programmieren wir solche Formeln aber in einer Tabellenkalkulation? Bevor wir loslegen, erinnern wir uns an die zwei zentralen Grundprinzipien für Rechenvorschriften. Das erste Prinzip ist die CAPS-Regel, in der die Reihenfolge von Rechenoperationen festgelegt ist. CAPS steht für Klammern, Exponenten, Punktrechnung und Strichrechnung. Die Regel besagt, dass wir zuerst Klammern berechnen müssen, dann Exponenten und Wurzeln, anschließend berechnen wir Multiplikation oder Division, bis wir letztendlich Additionen oder Subtraktionen durchführen dürfen. CAPS ist übrigens die allgemeine Fassung der bekannten Eselsbrücke, Punktrechnung vor Strichrechnung. Das zweite zentrale Prinzip für Rechenvorschriften ist die Problemzerlegung. Sie steht dafür, dass wir komplexe mathematische Ausdrücke in einfache zerlegen können. Die Zwischenergebnisse können wir dann zum gewünschten Endergebnis zusammenführen. Beim Programmieren folgen wir der CAPS-Regel und der Problemzerlegung. Mit ihrer Hilfe können wir viele mathematische Formeln schrittweise in Operationen zerlegen, die nacheinander ausgeführt werden. Jeder Rechenschritt einer Formel entspricht dabei einer Operation in unserer Tabellenkalkulation. Schreiben Sie zusammengehörende Operationen nebeneinander in die gleiche Zeile. Das Ergebnis der vorangehenden Rechenschritte wird in den Folgeschritten verwendet. Sie können die Operationen eines Algorithmus auch untereinander in die gleiche Spalte schreiben. Zu viele Rechenschritte sollten Sie aber nicht in einer Operation zusammenfassen. Gewöhnen Sie sich auch an, in kleinen Schritten zu arbeiten. Das hilft Ihnen, Ihre Programme auch nach ein paar Wochen und Monaten zu verstehen. Um das zu verdeutlichen, habe ich ein paar Beispiele vorbereitet. Unsere erste Beispielformel ist f von x ist gleich 2x plus 12. Der Wert x wird als Funktionsparameter oder kurz Parameter bezeichnet. In Excel müssen wir das x durch die Adresse der Zelle ersetzen, in der der Startwert für unsere Formel steht. Unsere Formel hat keine Klammern oder Exponenten. Deshalb können wir direkt zur Multiplikation übergehen, die sich hinter 2x versteckt. Wir befolgen auch den Hinweis und schreiben alle zusammengehörenden Operationen in die gleiche Zeile. Neben unserem Startwert schreiben wir also unsere erste Operation. Ist gleich 2 Sternchen A2. Wir bestätigen mit Eingabe und sehen jetzt das erste Zwischenergebnis. Machen wir weiter. Es gibt keine weiteren Punktrechnungen, deshalb dürfen wir mit der Strichrechnung fortfahren. Wir addieren jetzt 12. Also schreiben wir in die Zelle rechts neben unser Zwischenergebnis die nächste Operation. Ist gleich B2 plus 12. Damit haben wir in unserer Formel keine offenen Rechenschritte und sind fertig. In den Zellen B2 und C2 stehen nun alle Teilergebnisse unserer Formel. Weil wir alle Operationen in die gleiche Zeile geschrieben haben, steht jetzt das Endergebnis in der Zelle ganz rechts. Damit wir auch die anderen Beispielwerte in der Tabelle berechnen, erweitern wir unsere Operationen auf die restlichen Zeilen. Die nächste Formel ist etwas komplizierter und lautet f von x ist gleich 6x² plus 4. Wieder gliedern wir die Formel entsprechend der CAPS-Regel.
Wir haben zwar immer noch keine Klammern, aber dafür einen Exponenten, x². Den müssen wir zuerst berechnen. Exponenten können wir in Excel auf zwei Wegen berechnen. Zum einen mit dem sogenannten Caret-Operator, dem kleinen Dach, zum anderen mit der Potenzfunktion. Beide Wege führen zum gleichen Ergebnis. Ich verwende aber wegen der besseren Lesbarkeit die Potenzfunktion. Wir schreiben also ist gleich Potenz, Klammer auf, A2, Semikolon 2, Klammer zu. Damit haben wir den einzigen Exponenten unserer Formel berechnet und können mit der Punktrechnung weitermachen. Wir multiplizieren jetzt das Zwischenergebnis mit 6. Wir schreiben also in die Zelle in der C-Spalte die Operation ist gleich 6 Sternchen B2. Damit haben wir auch die Punktrechnung in dieser Formel behandelt. Zum Abschluss zählen wir 4 zum letzten Zwischenergebnis hinzu und schreiben in die D-Spalte ist gleich C2 plus 4. Unser Endergebnis steht wieder ganz rechts. Und wieder erweitern wir unsere Operationen für alle Werte in unserer Tabelle. Okay, das war ja nicht so schwer. Unsere nächste Formel hat zwei Parameter anstatt einen. Sie lautet g von xy ist gleich Wurzel aus x minus 2 Quadrat plus y Quadrat. In diesem Fall müssen wir die Teiloperation natürlich für beide Parameter durchführen. Beachten Sie, dass die Wurzel den gesamten Ausdruck unter der Wurzel klammert. Das bedeutet, wir dürfen die Wurzel erst ganz am Schluss ziehen. Unsere Beispieldaten bestehen jetzt aus zwei Spalten, eine für den x- und eine für den y-Wert. Nach CAPS lösen wir zuerst die Subtraktion in der Klammer, indem wir 2 von unserem ursprünglichen Wert in der a-Spalte abziehen. In die Spalte C schreiben wir die Operation ist gleich a2 minus 2. Damit haben wir auf dieser Stufe alle Klammern behandelt. Jetzt kommen wir zu den Exponenten. Erst bilden wir das Quadrat von unserem Zwischenergebnis. Das machen wir wieder mit der Potenzfunktion und schreiben ist gleich Potenz von C2, Semikolon 2. Diesmal sind wir aber noch nicht fertig. Wir müssen auch noch den Y-Wert quadrieren. Wir schreiben also in die E-Spalte die Operation ist gleich Potenz von B2, Semikolon 2. Nun addieren wir die beiden Zwischenergebnisse mit der Operation ist gleich D2 plus E2. Zum Abschluss ziehen wir die Quadratwurzel vom letzten Wert. Für diesen Schritt nutzen wir aus, dass die n-te Wurzel eines Werts gleich dem Wert hoch 1 durch n ist. In unserem Fall handelt es sich um eine Quadratwurzel, bei der n gleich 2 ist. Setzen wir 2 ein, ergibt sich für unseren Fall Wurzel aus x ist gleich x hoch 1/2. Wir können das leicht überprüfen, indem wir die Wurzel vom letzten Zwischenwert sowohl mit der Wurzelfunktion als auch mit der Potenzfunktion ziehen. Wir erstellen die Operation ist gleich Wurzel von f2 und ist gleich Potenz von f2 Semikolon 1/2 und vergleichen die Ergebnisse. Wir stellen fest, sie sind identisch. Warum zeige ich Ihnen aber die Potenzschreibweise, obwohl Excel doch eine Wurzelfunktion hat? Leider hat Excel nur eine Funktion für Quadratwurzeln. Das hilft uns nicht weiter, wenn wir Formeln mit Kubikwurzeln oder noch größeren Potenzen haben. Diese Wurzeln können wir nur mit der Potenzschreibweise ziehen. Deshalb gewöhnen wir uns diese Schreibweise an. In Spalte H steht nun unser Endergebnis. Abschließend füllen wir unsere Operation wieder für alle Werte in unserer Tabelle auf.
Wenn Sie die CAPS-Regeln und das Prinzip der Problemzerlegung berücksichtigen, dann können Sie schon recht viele Formeln in Excel selbst programmieren. Wir haben auch gesehen, dass Excel für Potenzen sowohl einen Operator als auch eine Funktion hat. Finden Sie heraus, welche anderen Excel-Operatoren noch eine Funktionsvariante haben und worin sich die beiden Versionen unterscheiden. Fragen Sie sich, welche Vorteile ein Operator und welche eine Funktion hat. Posten Sie Ihr Ergebnis unten in die Kommentare.